Hey Leute, ich bin der Bruga und zeige euch heute wieder ein tolles Spiel. Es geht um Amnesia The Dark Descent, aber nein, nicht Amnesia The Dark Descent, das Hauptspiel, sondern die Custom Maps möchte ich euch heute mal vorstellen. Die gibt es auf einer Seite, wo es noch mehrere Mods gibt oder Add-ons, Mini-Add-ons von Fans kreiert. Und da habe ich mir jetzt einfach mal 5 runtergeladen. Ich werde später den Link, wo es die eben gibt, in die Videobeschreibung tun. Und die reichen jetzt mal von 10 Megabyte, wie jetzt zum Beispiel hier Cannibalism, bis Abduction mit 500, glaube ich. Aber ich möchte euch halt erstmal Cannibalism zeigen. Das ist die kleinste, wie gesagt. Und ja, ich kenne jetzt keine davon und werde sie einfach mal spielen und euch mal zeigen. Und ich finde, wenn man sich das Spiel gekauft hat, dann kann man sich echt mal diese Custom Maps reinziehen. Weil, ich meine, kostet nichts und sind bestimmt auch ganz interessant und gruselig gemacht vor allen Dingen. Okay, es dauert schon mal sehr lang. Ah ja, schau mal. Aha. Es hat kein großes Genie existiert ohne den Hauch des Wahnsinns. Aristoteles. Das Zitat kann ich jetzt selber leider nicht, also zumindest nicht auf Deutsch. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer ich bin. Ob ich jetzt wieder Daniel bin aus dem Hauptspiel, denke ich eher nicht. Okay. Ah, guck mal, das ist schon die erste Zunderbox. Ich muss mich erstmal wieder etwas an die Steuerung gewöhnen. Ja, das mache ich jetzt nicht an. Ich meine, noch geht's mir ganz gut. Habe ich irgendwas im Journal stehen? Nein. Nein und nein. Okay. Dann fangen wir wohl bei 0 an. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer ich bin oder was ich hier mache, aber... schauen wir doch einfach mal. Okay, da ist nichts. Da wird... ah, ist auch nichts, habe ich mir gedacht. Okay, mein Cousin William ist heute angekommen. Sein Besuch kam sehr unerwartet, aber ich habe William immer gemocht. Hm. Als wir noch jung waren, haben wir immer miteinander geredet, während die anderen miteinander gespielt haben. Natürlich war er sehr müde von der Reise, und wir hatten noch nicht die Möglichkeit, heute miteinander zu reden. Er aß und ging zu Bett. Morgen aber werden wir eine große Unterhaltung führen. Ja, hört sich doch schon mal gut an. Also ich bin auf jeden Fall dieser Tagebuchschreiber wahrscheinlich. Moment, das werde ich dann gleich... ah, falsch. Das werde ich dann gleich mal schauen. Herbert Longfords Diary. Das bin wohl ich, Herbert. Okay, dann bin ich Herbert. Oder Herbert, wie es dann auch im Englischen heißt. Okay, haha. Also das Setting kennen wir natürlich alle. Ja, ich gehe natürlich erstmal nach links. Typischerweise. Und die Tür ist verschlossen. Okay, dann gehe ich rechts. Ich weiß ja nicht, wie großräumig das hier noch wird. Also, ja, hier ist auch nichts. Mal gucken, geht die? Die geht auf. Ja, ich denke mal nicht, dass wir uns gleich zu Anfang schon mit... Kakerlaken. Mit Zeug und so weiter und Monstern überfallen wird. Also es wird erstmal, denke ich, etwas ruhiger angehen. Wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Schockeffekt. Ah, guck mal, Zunderbüchsen. Oh, da habe ich da gleich noch Öl gesehen. Aber ich denke mal, das wird sich am Anfang, wie gesagt, in Grenzen halten. Oh, ein Schlüssel gleich. Direkt schon. Mal gucken, wie sich das alles so entfaltet und wie lang es denn überhaupt geht, weil bei 10 Megabyte weiß ja nicht. Was ist das für eine Musik? Okay, die ist zu. Oh, ist ganz schön düster. Ich hoffe, ihr seht was. Moment. Dann möchte ich das ganz kurz nochmal etwas heller machen. Ich weiß ja, in der Aufnahme wird es immer sehr, sehr dunkel. Och ja, Zunderbüchse brauche ich erstmal nicht. Ah, doch, da ist noch einer. Ups, da war ja noch Asche drin. Lalala, ich weiß nicht. Ah, okay, die ist auch zu. Moment, hier in der Mitte. Ah, Zunderbüchse. Hat diese Musik, die kam jetzt aber nicht im Hauptspiel vor, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Oder um was? Oh, hä? Eben wird es komisch von den Effekten, wird es ganz dunkel. Ja, ich habe übrigens keine Taschenlampe, also keine Laterne, Taschenlampe, ja. Ist man so aus der Neuzeit gewohnt, dass man Taschenlampen hat? Also denke ich mal, oh, wieder eine Notiz. Heute hatte ich endlich meine Unterhaltung mit William. Oh, das ist schon Tagebuch 3, okay. Wir redeten viel über die Vergangenheit und auch über das Heute, über die Zukunft und überraschenderweise, als ich die Experimente erwähnte, war er nicht schockiert. Was? Zumindest war ich ein wenig darauf vorbereitet. Aber natürlich habe ich nicht die schrecklichen Teile erwähnt. Trotzdem. Ich denke, mit der Zeit wird er meine Experimente akzeptieren. Sogar die schrecklichen Teile davon.
Oder die schrecklichen Experimente davon. Oh. Okay, wenn das dieselben Experimente sind wie im Hauptspiel, dann, ja, glaube ich, wird er da eine Zeit für brauchen, bis er sich daran gewöhnt. Was? Was? Deer? Hä? Deer, das ist ein Rentier. Also müsste ich eigentlich hier ein A hinkommen, statt Deer mit zwei E. Na egal. Ja, jetzt wo du das liest, bin ich nicht mehr hier. Because? Because? Das heißt because, da fehlt ein A. Okay. I are leaved? I... Oh Gott. Ne, ich verbessere jetzt nichts. Da sind lauter Fehler drin. Aber gut, das ist ja nur eine Fan-Mod. Und Country wird auch mit O. Okay, auf jeden Fall bin ich in mein Heimatland zurückgereist. Denn meine Mutter und mein Bruder brauchen meine Hilfe. Ja. Ich habe aus Versehen den Schlüssel im Kamin, das heißt auch nicht Kamin, aber egal, fallen lassen. In den Kamin fallen lassen. Ich hoffe, er schmilzt nicht. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder. Das Beste für dich, Aksynia Bronislava. Oh Gott, was für ein Name. Bronislava. Mhm. Okay, sie schrieb irgendwas von Schlüssel in den Kamin fallen lassen, aber ich sehe da jetzt nichts, oder? Oh, ich kann aber reingreifen. Autsch. Ah, okay. Key to Cellar. Ja, dann habe ich jetzt einen Kellerschlüssel. Beziehungsweise schon mehrere Schlüssel. Mal gucken, ob ich die gleich benutzen kann. Dann gehe ich da mal hier. Oh, ne, erstmal gehe ich hier. Da war nämlich das... Genau, da war das Kaminzimmer. Die war zu. Diese geht auf. Sehr gut. Okay. Schubladen sind... sind kaputt. Wird wohl nichts drin sein. Gehst du da weg? Okay. Ich sehe nichts. Ist da was? Nee, ist auch nichts. Ach du blöde... Ups. Blöde Tür. Sonderbox. Oh, ich kann das Bett ziehen. Zieh. Da scheint aber nichts drunter zu sein. Okay. Nee, dann ist hier nichts in dem Zimmer. Macht nichts. Wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten. Und zwar hier. Ah, die geht auf. Okay. Ich habe es immer so gemacht im Hauptspiel. Ich habe immer die kleinen Kisten auch hochgehoben, ob dahinter was steht. Aber hier scheint es nicht so zu sein, als wäre da was. Ne? Ratti. Hallo, Ratti. Oh, guck mal, zwei Zunderbüchsen. Okay. Und ich habe immer noch keine Laterne. Das ist... Oh Gott. Vorschlaghammer. Weg mit dir. Ah, guck mal. Ja, die ist verschlossen. Moment, ich habe doch Schlüssel. Room of the Cook... Room Key of the Cook. Ist das... Also Keller ist es nicht. Ah, aber der war's. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Kiste. Der... Die leer ist. Okay. Ah! Oh, da geht's schon los. Da fällt der erste Tote aus dem Schrank. Oh. Okay, das war's aber auch. Was haben wir denn hier? Boah. Geht schon wieder los hier. Heute habe ich das ganze Vazin an die Hunde gegeben. Das wird so eine Art, was ist das, Beruhigungsmittel? Ich weiß es gar nicht. Jetzt fehlt der beste Hund des Meisters. Mhm. Natürlich hat der Meister mich verdächtigt. Aber mir ist nicht die Schuld zu geben. Obwohl ich einen zweiten Schlüssel für sein Zimmer gestohlen habe. Na, 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 warum machst du denn sowas? Das war bestimmt der, oder? Boah, lass mich... jetzt hänge ich an dem fest, die geht... Warum ist der denn tot, bitte? Was ist hier schon wieder los? Das ist auch nichts hinter. Ne. Oh, jetzt geht das mit der verzerrten Optik los. Der hat schon... Oh! Ja, ich habe leichte Kopfschmerzen. Ich weiß auch warum. Oh Gott. Ja, es geht gut los. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Schocker nach dem nächsten. Okay, versuche ich mal hier den Kellerschlüssel. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ja. Dann ist das wohl nicht der Keller. Oh, schnell ein bisschen Licht tanken. Dass die Sicht wieder klar wird. Oh, was ist das denn? Sieht ja ekelhaft aus. Das ist irgendeine Statue. Okay. Kann ich denn hier... Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Sehr gut. Ah, die Kakerlaken wieder. Die Tür ist auch zu. Kann ich hier... Ja, kann nicht verwendet werden. Mist. Hier wird es auf einmal wieder schlagartig hell. Schaut mal, wenn ich die Schwelle übertrete. Zack. Lustig. Okay.
Dann fehlt mir wohl noch irgendwas. Hier habe ich alles durchsucht, oder? Ach ja, scheiß Viecher. Scheiß Kackis. Okay, hier war also nichts. Hier war ja eigentlich auch nichts, oder? Habe ich hier eigentlich... Ich habe ja bestimmt was übersehen bei dem... Das ist nur ein Kreuz. Ach, hier sind noch Schubladen. Haha, die wäre es vielleicht mal clever gewesen aufzuziehen. Da stand ja was vom geklauten Schlüssel. Ah, habe ich da was? Jawohl. Key of Herbert. Das bin doch ich, oder? Bin ich das jetzt oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe mal, da kommt jetzt nichts. Oh. Oh. Ich schüttel's immer noch. Das ist ekelhaft hier. Diese. Ah, oh, ja, schon wieder. Okay. Das könnte der jetzt vielleicht sein, oder? Key of Herbert? Ja. Perfekt. Find her. Was? Wen sollen sie finden? Find her? Bin ich eine Frau? Sollen sie mich finden? Ah, das ist... verwirrend. Besonders wenn man Amnesie hat, ist es immer etwas schwer, glaube ich. Also auch in Spielen jetzt. Ich denke mal, im echten Leben sowieso. Oh, guck mal, da steht eine Laterne. Ah, oh, jetzt war ach du Scheiße, das sind Leichenteile. Oh, pfui. Gib mir die Laterne. Und geht's denn nicht an? Ach, kein Öl. Okay. Ah, aber erst hier. Oh. Als ich aufwachte, kam mein ältester Diener Bob und sagte mir zwei seltsame Dinge. Erstens, während der Nacht wurde eine bemerkenswerte Menge an Fleisch aus meinem Keller gestohlen. Zweitens, einer meiner Jagdhunde wurde vermisst. Mhm. Der erste Fall ist seltsam genug, aber der zweite ist sehr... unsettling. Ja, nervig eben, also ne, unangebracht oder wie auch immer. Ja, zuerst habe ich den neuen Koch verdächtigt, aber... wenigstens zumindest im ersten Fall mit dem Fleisch, meine ich jetzt. Denke ich, dass er das meint. Ja, aber als wir die Küche und sein Zimmer durchsuchten, haben wir nichts gefunden. Er kann es nicht alles selbst während der Nacht gegessen haben, das Fleisch. Oh. Ich habe demjenigen, der die verantwortliche Person für dieses Verbrechen ausfindig macht, eine Belohnung versprochen. Hm. Ich hatte heute wieder nicht die Chance, mit William zu reden, weil ich im Wald umherlief, um bis spät in die Nacht nach meinem Hund zu suchen. Okay. Da scheint wohl jemand seinen Hund sehr zu mögen. Aha, Schlüssel zur Treppe. Moment, da war... diese war zu und da vorne war auch eine verschlossen. Da gehe ich erstmal hier schauen. Geht es der... ah, die passt sogar, perfekt. Kurz Licht, das haben wir hier. Ups. Nichts. Nichts. Okay. Okay, okay. Ah, da ist die Treppe. Gehe ich da mal schauen. Erstmal aus. Na, geht nicht auf. Okay. Habe ich schon fast befürchtet. Was haben wir denn hier? Auch zu... passt der jetzt vielleicht? Ach, tatsächlich. Schlüssel zum Keller. Oh. Oh, dieses Klavier. Geh mal ein bisschen in die Hocke. Irgendwie habe ich Angst. Oh. Hier ist alles so dunkel. Ich schaue natürlich erstmal, was es hier gibt. Steht doch bestimmt was. Oh, das ist eine Matratze, oder? Zwei sogar. Okay. Oh, hör auf jetzt! Ich habe gerade richtig Angst. Oh. Oh, Gänsehaut. Was ist denn in den Schubladen? Ist da irgendwas? Okay, da ist nichts. Oh, ich will da nicht lang. Oh. Da ist doch irgendwas. Ja. Nee. Oh, ich höre gerade nur dieses Klavier. Ich... es wird immer schneller. Tote Ratte. Om nom nom, tote Ratte. Okay. Ja, ist alles schon verwest hier. Pfui. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, guck mal. Säge. Kreissägen. Wenn ich die schmeißen könnte, das...
Hätte ich so eine provisorische Waffe, aber nein. Ich bin so eine hilflose arme Wutz hier. Ich kann nichts machen. Oh Gott, das ist eine Rüstung. Ja! Oh Gott, was... Da hängt einer. Oh. Mit einem Sack auf dem Kopf. Keine Angst. Ja, ist alles okay. Ist alles okay. Ich mache erstmal den Schrank auf. Da kann ich mich da bestimmt drin verstecken, oder? Mit toten Ratten. Oh, jetzt klappern die Ketten auch noch hier. Okay, erstmal lesen. Oh. Ich kam her, weil ich eine Mission für die Kommission hatte. Ich wurde ausgewählt, weil ich der Cousin des Verdächtigen war. Aha. Der Fall ist sehr seltsam. Wir haben keine Ahnung... Oder wir hatten keine Ahnung. Ne, wir haben keine Ahnung von seinen Verbrechen, wenn es welche gibt. Diese ganze Ermittlung ist begründet auf... Ach, könnt ihr mal aufhören jetzt? Auf Rumors, also, ne, ja. Geschnatter halt, also es wird nur vermutet. Ja. Aber nachdem wir sein Haus gesehen haben, diesen Keller, glaube ich diese. Ja. Der Keller, in dem ich mich gerade befinde, hat viele Blutspuren. Oder da gibt es viele Blutspuren. Es befinden sich hier... Oh, jetzt kannst du mal auf mit dem Klavier, das macht mich echt fuchsig gerade. Es gibt hier viele seltsame Chemikalien und Ausrüstung. Wenn man die Gerüchte betrachtet und ja, Herberts schrecklichen Experimenten glaubt, dann habe ich etwas Angst, hier zu sein. Morgen werde ich versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht. Second floor, aha. Jetzt kann ich wohl hoch in den zweiten Stock. Oh, kannst du mal aufhören mit dem Klavier, bitte? Das macht mich gerade echt wahnsinnig. Oh, ein bisschen im Licht bleiben. Okay, geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Ich meine es, nee, ich meine die Lampe an, ist mir egal. Auch wenn ich nicht so viel Öl habe... Oh, ich sprint jetzt hier raus. Nee, 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 ich will, dass das Klavier aufhört. Das macht mich... Oh. Komm, jetzt Tür zu, peng. Oh, verdammt. Es ist nichts passiert, aber ich habe trotzdem richtig Schiss gekriegt gerade. So, jetzt endlich kann ich wahrscheinlich diese Tür öffnen. Ja. Oh, 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 oh. Lauf doch! Lauf, lauf, lauf! Oh. Oh, scheiße, scheiße, lauf, lauf, lauf. Oh. Deine Schrank. Oh. Oh. Mach die Tür zu. Oh. 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 Ich kann's hören. Ich glaube, ich kann's hören. Ja. Nee, nein. Alles ist gut. Ich bleibe jetzt hier drin sitzen, bis es vorbei ist. Oh Mann. Oh. Na, bist du da draußen? Oh, ja, hör auf zu knacken jetzt. Ich mache auch das Licht kurz an. Und das Öl ist gleich leer. Na gut, ich habe noch eins. Ich hebe sie mir trotzdem auf, die Lampe. Oh. Oh, die Musik ist weg. Das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass das Monster auch nicht mehr da ist. War es zumindest im ersten, also im Hauptspiel. Oh. Ich hasse diese Zombies mit dem riesigen Maul bis zum Bauchnabel. Das ist doch eklig. Widerlich. Oh, okay. Oh, hier sind ein paar Clipping-Fehler. Seht ihr das? Da leuchtet irgendwas durch. Ah, egal. Ist mir egal. Hä? Ich sehe doch, dass die Tür auf ist. Warum ist die denn abgeschlossen? Okay. Ah, der war aber echt fies dahingesetzt, dieser Zombie. Die Tür ist auch zu, natürlich. Oh. Ja, ich nenne es mal Zombie. Eigentlich sind es ja keine Zombies, sondern irgendwie nur so komische... Was weiß ich? Auf jeden Fall keine Zombies. Irgendwas Ekelhaftes. Okay, was haben wir hier? Nichts, oder? Der hässliche Adler da. Bäh. Wie kann
kann man sich so hässliche Statuen irgendwo in das Schloss stellen? Oh. Oh, was ist das? Ein Dolch? Ein Knife. Es ist ja eigentlich ein Dolch. Ein Dagger. Also, es ist, die Klinge ist zumindest so ein... Ja. Flamberge-Form, sagt man ja, glaube ich, dazu. Also, oh, die Eule. Oder ein Uhu. Es ist ja diese Opferdolchform, wenn die Klinge so ein bisschen gewellt ist. Naja. Okay, was ist hier? Bitte kein Zombie. Oder so eine andere Kreatur. Hä? Was ist das denn? Komplett vernagelt alles. Ah, guck mal, eine Note wahrscheinlich. Ja. Williams Journal. Etwas ist passiert. Einer von Herberts Hunden wird vermisst. Und etwas Fleisch wurde von ihm gestohlen. Mhm. Das war eine große Möglichkeit, die ich nutzen musste. Weil während Herbert nach seinem Hund suchte, mit seinen Dienern, nutzte ich die Chance und schaute mich um. Mhm. Nachdem ich seine Notizen und Dokumente durchsuchte hatte, entdeckte ich, dass er eine Art von Medizin herstellte. Mhm. Was, Injektion für eine bessere Menschheit, nannte er es. Aha, aber kein einziges Wort darüber, was sie tut. Okay. Das ist allerdings sehr seltsam. Ach, schau mal, da ist doch was hinter dem Schrank. Kann ich da durch? Nee, da ist alles zu. Okay. Oh, hört jetzt auf! Ihr Mistviecher! Die krabbeln hier überall rum. Oh. Ist das der Schlüssel für... Moment, nee, kann hier nicht verwendet werden, okay. Dann muss ich wohl hier... Ist das vielleicht... Ja, das ist sein Büro. Oh, ich mach die Tür hinter mir zu. Ich fühle mich da einfach nicht wohl, wenn die Tür auf ist. Und ich weiß, da draußen rennt irgendwo so ein Vieh rum. Oh ja, du blöder Uhu wieder. Okay. Wieder diese Säge, Kreissägen. Hä, das kann nicht sein. Ist das alles? Guck mal, verfaultes Obst. Hä? Tatsächlich, das... Hä? Dann gibt's hier nichts. Das kann ja wohl nicht sein. Vielleicht in der Pflanze irgendwas? Auch nicht. Vielleicht in dem Topf? Auch nicht. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Ah, schau mal das Bild. Ah, ich hab's gewusst. Ja, toll, eine Notiz. Und ein Schalter, oder wie das aussieht? Okay, Herbert Langfords Tagebuch Nummer 4. Ich habe heute zwei Dinge gefunden. Ich weiß, dass die Injektion zumindest zu einem bestimmten Grad... Was? Und ich kenne... Was? Dass die... Ja, dass die Injektion zu einem gewissen Grad funktioniert und ich habe die Erklärung für die Ereignisse, die während der letzten zwei Tage stattgefunden haben. Aha. Also mein Koch war... Sollte das Vakin... Was? Also das gibt teilweise wirklich nicht so viel Sinn. Das ist sehr seltsam geschrieben. Ja, also auf jeden Fall sollte er das Vakin an die... ja, an die Kranken im Dorf geben. Mhm. Aber anscheinend hat er aus Versehen die Spezialinjektion an einen von ihnen weitergegeben. Der Hund muss geflohen sein... Und hat das Fleisch, was fehlt, gefressen. Das muss ja einiges gewesen sein. Das beweist, ja, dass die Injektion den Zweck erfüllt, den ich eben vermutet habe. Ich frage mich, wo der Hund jetzt ist. Okay, was passiert jetzt? Die Ketten rasseln wieder. Also es geht wohl darum, dass... ja, es geht einfach um wohl eben dieses Serum, was diese Person eben erfunden hat oder kreiert hat. Die Tür ist immer noch zu, verdammt. Ja, kann hierfür nicht verwendet werden. Ich muss doch... Ach, hierfür war die Kette, was ich gezogen habe, oder? Der Schalter! Gut. Hier war der Schalter gut. Aha. Die Pilze sehen sehr appetitlich aus.
Oh, guck mal. Das sieht doch vielversprechend aus. Sonderbox. Öl. Ein Kessel und... Conclusions. Ja, heißt das sowas wie Fakten? Ich weiß gar nicht. Injektion Nummer 6 ist nicht wirksam. Denn das Schwein starb fast sofort. Injektion Nummer 7 war etwas besser, obwohl das Schwein nach einigen Minuten starb. Doch trotzdem, ich habe bemerkt, vor seinem Tod bemerkt, es hat einige Stärke erhalten. Vielleicht sollte ich kleinere Dosen versuchen. Ich habe die Dosis inhaliert. Ich habe die Dosis halbiert, nicht inhaled, sondern halved. Und das Schwein überlebte ungefähr 7 Stunden nach der Injektion. 2 Tage nach dem Tod des Schweines, was, blutet es immer noch. Aha. Und das Blut der Kreatur enthält große Mengen der Chemikalie. Ich vermute, Injektion Nummer 7 hilft ebenso den Körper zu, zu erhalten, eben, dass er nicht verwest, denke ich mal. Ich habe versucht, wie Injektion Nummer 7 reagiert mit anderen Substanzen und habe das Folgende herausgefunden. Hydrochloridsäure, keine Reaktion. Wasser erstellt eine solide Substanz, die hochexplosiv ist. Aha. Aber es gibt nur eine kleine Explosion. Nitroglycerin, sofortige Explosion. Schießpulver, keine Reaktion. Schwefel, keine Reaktion. Und geht die Kamera direkt hier hin? Okay, das muss also das Schwein sein, das Herbert für seine Experimente nutzte. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Das Schwein sieht ja eklig aus. Genau, ich kann das Schwein wohl anschlitzen. Und kann jetzt etwas von dem Blut einfangen. Moment, jetzt sagte er ja, mit Wasser kann ich eine Explosion verursachen. Wow, die Sau. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwo Wasser. Oh, ich bin so bescheuert, oder? Da ist doch Wasser drin. Och Gott, ja. Ich glaube, das werde ich am besten rausschneiden. Ich glaube, ich schneide es raus, Leute. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich euch jetzt hier stundenlang den Mist zeige, wie ich nicht weiterkomme. Okay, kann hier nicht verwendet werden. Habe ich schon gedacht, deswegen geht es bestimmt hier, oder? Kann ich doch bestimmt die Tür aufsprengen. Ja, geht. Uah, lauf, lauf, lauf. Yay. Hat geklappt, oder? Jawohl, die Tür geht auf. Sehr schön. Oh, ich mach die mal zu. Zack. Oh, guck mal, da ist eine Note. Oh, das ist lang. Herbert Langfords Diary Nummer 5. Hm. Okay, mein sehr treuer Diener Bob kam zu mir, ja, und sagte mir etwas Seltsames. Er hatte nach Freiwilligen für die Suche gefragt. Ich war geschockt. Wie konnte er es wissen und warum wollte er Teil davon sein? Er erzählte mir, dass er meine Papiere gelesen hatte und dass er von meinen Versuchen wusste oder von meinen Forschungen. Was? Dann sagte er das... Was? Aus persönlichen Gründen, weil er ein Testsubjekt werden wollte. Hä? Ist der blöd? Nachdem ich darüber nachgedacht hatte und eine lange Zeit lang, habe ich akzeptiert. Ich gab ihm die Injektion und schloss ihn ein. In dem Käfig im Keller. Oh Gott. Ich sah zu, wie die Injektion folgende Effekte offenbarte. Erstens, die Injektion, wie ich früher schon vermutet hatte, funktioniert. Das Subjekt verliert all seine Selbstkontrolle und wird stärker, schneller, besser. Zweitens, Subjekt beginnt zu halluzinieren. Das ist eine Art Defensivmechanismus des menschlichen Geistes. Als das Subjekt... Was? Wenn das Subjekt Dinge vollführt, die es, mit denen es nicht fertig wird, beginnt sein Geist sich so zu tun, als wäre diese Aktion von einer Art Monster durchgeführt worden, anstelle des Subjekts selbst. Das Subjekt wird bald Selbstkontrolle erlangen, zumindest temporär. Viertens, das menschliche Herz ist nicht... Es ist dem menschlichen Herz nicht möglich, diese Injektion für lange Zeit auszuhalten. Bob starb 7 Stunden nach der Injektion. Sein Herz hörte einfach auf zu schlagen.
ja, selbst schuld, sage ich mal. Wenn er sich dafür freiwillig meldet, dann muss er sich nicht wundern, wenn er... Ich weiß, was du tun wirst. Ich weiß es, weil ich dich geschaffen habe. Actually, I would like to experience what you're experiencing. Was? Feel what you're feeling. But it's too late for me. I will die for science. Perhaps someone will continue my work someday. Sooner or later, okay, you're going to lose your self-control, break down the door, kill me. Then eat me. There are no monsters or horrors in this match. Also diese Person, die gerade mit mir spricht, sagt, er wird wohl bald die Kontrolle verlieren, möchte so sein wie ich, wahrscheinlich auch ein Monster, und er weiß es, weil er mich erschaffen hat. Eines Tages werde ich die Tür eintreten oder aufbrechen und ihn fressen, weil ich die Selbstkontrolle verliere. Okay. Was ist jetzt? Was? Was habe ich getan? Ich muss hier raus. Hä? Ach du Scheiße. Oh, jetzt wird es mir gerade ein wenig übel. Anscheinend habe ich den Typen gerade aufgefressen. Nicht umsonst heißt die Serie oder diese Folge Kannibalismus, glaube ich. Okay, Eingangsschlüssel. Was haben wir hier? Herbert Longfords. Letzte Notiz. William ist ein Verräter. Nach allem, durch das wir gegangen sind, während unserer Kindheit, während unseres Lebens, hat er mich betrogen. Er kam her, um für eine Art Kommission zu spionieren. Ich fand sein Tagebuch. Er belog mich. Und er hatte nie vor, mich bei meinen Forschungen oder mir bei meinen Forschungen beizustehen, wie er sagte. Er wird Teil meiner... was? Er wird Teil meiner Nachforschung sein, so oder so, sagte ich zu mir selbst. Und das tat er. Als er schlief, gab ich ihm die Injektion. Natürlich eine kleinere Dosis, als ich Bob gegeben hatte. Und dann schloss ich ihn ein, in demselben Käfig, den ich für Bob benutzt hatte. Aber irgendwas lief schief. William entkam. Er tötete und hat teilweise meine Bediensteten aufgegessen. Wir bekämpften ihn und konnten ihn schließlich... was? Lockt ihn außerhalb des Hauses ausschließen. Also wir konnten ihn ausschließen, ja. Ich wurde verletzt. Aber ich denke, er wird bald seinen Weg hier hineinfinden. Oder ich bin mir sicher. Aber ich will mein Schicksal akzeptieren. Ich will sterben. Für die Wissenschaft. Okay. Das war so in etwa der Text, den der andere eben von sich gegeben hat. Bevor ich ihn dann wohl gegessen habe. Oh, lecker, lecker, lecker. Warum kommt denn hier Zombies, wenn ich selber der Böse bin in dem Falle? Ich verstehe das nicht. Okay. Ach, da kommt jetzt bestimmt wieder was. Was wollen wir wetten, dass da jetzt einer kommt? Okay. Noch ist alles ruhig. Ich hoffe, es bleibt auch so. Lalalala, ich renne jetzt durch. Das ist die letzte Tür, die noch verschlossen war. Ja. Okay. Das scheint's wohl gewesen zu sein. Ja, gut. Ich sag mal, für 10 Megabyte kann man nicht falsch machen, oder? Also ich fand's sehr spannend und, ja. Kurzes Häppchen aus dem... ja, aus der Amnesia-Welt. Oh, und die Musik wurde auch selber geschrieben, das ist ja cool. Von Leon Kennedy, aha. Ob das der echte Leon Kennedy von Resident Evil ist, man weiß es nicht. Ja, und ich danke den Moddern, die dieses Spiel gemacht haben, die auch wiederum Frictional Games danken für das Spiel. Und sie danken mir für das Spielen. Ja, ich fand's wirklich toll. Ich werde auf jeden Fall die Seite nochmal verlinken in den Videobeschreibungen unten. Und ihr könnt es euch ja dann selber nochmal nachspielen und auch andere Mods anspielen. Okay, das war's von mir. Ich bin der Bruger. Haut's rein.